Senatorin Organa. Ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Glanzlings. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächig. Danke, Mas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Ihr seid der Republik egal. Und dem Imperium auch. Überlegt euch gut. Es gibt nur eine Seite. Rowdy, schön, dich zu sehen. Hör zu, Mann, ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Circa-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Paldora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also einen Bart. Alles klar. Unmöglich. Das ist Han Solo. Schau! Hey, Mr. Paldora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookie-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. 2000 Credits? Dein letztes Angebot war was anderes. Nur ein Rennen. Kein Problem. Ein kurzes Tuning und du holst dir die Meisterschaft. Ich beschaffe Ihnen beliebig viel Mumiak-Wolle. Aber die... Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir. Er heißt Paldora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marin Zane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marin Zane Gold leisten? Muss schön sein, was? Ich habe nie einen Wookie getroffen, aber viel über sie gelesen. Sie sind total faszinierend. Wussten Sie, dass Sie in Bäumen leben? Han Solo? Imperialer Spezialist Ralsius Paldora. Freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Psst, geht das nicht auch leiser? Oh, klar, klar. Wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Los, wir müssen Sie jetzt hier rausbringen. Dann gehen wir mal. Ich habe die gewünschte Information. Natürlich nicht dabei, sondern in zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst. Im ersten sind imperiale Frachtrouten, Betankungsstellen, versteckte Waffen.
Die Republik bekommt das alles für sicheres Geleit und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Sind woanders versteckt. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung der Wookies brauchen. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden gerne. Machtspiele und so. Vor allem bei einem gewissen Herrn namens Rex, falls Sie den kennen sollten. Nein, nie gehört. Er ist ziemlich heftig. Sollen wir? Du verkaufst mir das Schiff zu meinem Preis. Und ich schieße dir damit kein Loch in den Bauch. Das ist der Deal. Ich empfehle dir dringend anzunehmen. Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt, wir müssen weg. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Sturmtruppen, leise, wir müssen sie ausschalten. Mein Blast müsste ihre Aufmerksamkeit erregen. Mein Blast ist nun schon. Mann, na toll. Auf die Hand, Solo. Ich kann nicht hinsehen. Aber auf die Fenster. Improvisierte Sprengsätze. Sehr gut, Han Solo. Der Dach ist hier. Ha, hier ist nichts. Auf diesem Datenwürfel werden Ihren Fall getötet. Alles eine Frage des Timings. Fehlerpass! Wo ist die Kashyyyk-Information? In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald. Ihre Infos müssen gut sein, wenn Sie so viele Truppler auf Sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter, als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Die Flotte verbraucht auf der Flucht vor ihren eigenen Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Das klappt schon. Ja, gut gemacht, mein neuer Freund. Sie sind jetzt nicht weiter. Was für ein Schütze! Das verzeiht Ihnen ganz bestimmt. Ich sehe Ihnen wirklich gern bei der Arbeit. Also, wo habe ich denn nur diese Wookie? Ich finde sie. Gefunden! Da kommt Verstärkung! Runter! Runter! Sie kennen doch den Falken. Ja, den Buch
Punkte können 2,2 von 300 sozialen Gruppen den rasenden Millennium. Mach du den Falken startbereit. Heute ist nicht mein Glückstag. Hierher, Commander. Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehm's zurück, Joey. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde in Taijäger. Wäre zu schön, wenn sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Egal, ob Mars uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, Mars. Ich hinterlasse keine Spuren, hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären, bring's einfach in Ordnung. Dich trifft keine Schuld, Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So. Das wird Mars gar nicht gefallen. Inferno-Trupp, Information. Feindlicher Sternenjäger nimmt Kurs auf General Solo. Ich sehe ihn. Photonentorpedo ist bereit. Übertrieben, aber effektiv. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. Y-T-1300-Frachter ist toll, aber sein Überantrieb hat 1,22 mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2000 Ionen. Ui, da bin ich aus meinem Cockpit. Nein, halt, bin schon still. Ein Taijäger weniger. Feind hinter ihnen. Bitte abschießen. Ja. Ich sehe ihn. Feuer. Alles klar. Danke, Alden.
So wird's gemacht. So wird's gemacht. Roger, wir sehen uns dort. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Druiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Triff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht ein. Das Flottenkommando missbilligt. Vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber... Ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn herbringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein.